die Trosera Rotundifolia mal ein bisschen näher unter die Lupe. Das hier ist eine In-vitro-Pflanze, das heißt in so einer Flüssigkeit drin. Was da sehr gut ist, ist natürlich keimfrei. Ja. Hat da keine Milben, Läuse oder sonstiges drin. Das ist eine fleischfressende Pflanze. Sogar in Deutschland heimisch, glaubt man nicht. Wusste ich auch nicht. Aber für ein Barbicusa oder ein Terrarium sehen die natürlich absolut spitze aus. Hier sind schon kleine Ableger dran. Die könnt ihr direkt vermehren. So, hier noch eine kleine. Die besetzen wir nachher oben an die Gipfel. So, die Freunde sind in sehr nährstoffarmen Gebieten unterwegs. Das setzen wir gleich mal ein. Passt mal auf. Ich habe hier schon mal was vorbereitet für euch. Stimmt nicht, dass ihr alles wegfrisst drinnen. Ich zoome mal hin. So, hier seht ihr, da sind bis 200 Seilen so eine kleinen Fangärmchen an den Blättern dran. Wieder zu dem guten alten Sphagnum Moos. Und eines Zipfelchen Sphagnum Moos rein. Wirklich vielleicht auch ein bisschen dem Halt dienen. Wie bei einer Aufsitzerpflanze ähnlich. Zack, kommt schön vorne hin. Wie gesagt, die Pflanze sieht doch super aus in einem Barbicusa. Noch rot, orange. So. Sieht in Zukunft auf dem Laufenden oder ihr guckt einfach mal bei mir vorbei. My Mini Green World.